Kriselt es in der Beziehung zwischen Bushido und Marvin California oder ist es wieder nur ein bisschen Promo? PA Sports spricht über sein Verhältnis zu Casey Rebel und Capital Bra und wir gehen rein. Die Beziehung zwischen Bushido und Marvin California ist, sagen wir mal, bisher relativ durchwachsen gewesen. Ersten Kontakt gab es wohl 2018 durch das bis dahin erste Marvin California Interview und zwar eben mit Bushido. Ein paar Jahre später folgte dann mal eine Phase des öffentlichen Streits und heutzutage waren die beiden dann wieder eigentlich sehr gut miteinander. So gibt es ja den gemeinsamen Elektro-Ghetto Podcast und Marvin war außerdem als DJ mit auf der König für immer Bushido Tour mit am Start. Jetzt gab es allerdings auch Stimmen aus der Szene, wohl vor allem von Marvin und oder Bushido jetzt nicht so wohlgesonnenen Leuten, die bereits bei dieser neuerlichen Annäherung anmerkten, dass das wohl nicht lange halten würde und auch da bald wieder Streit ausbrechen werde. Und es könnte sein, dass genau das jetzt passiert ist. Aber ganz kurz. Der Arzt hier denkt, ich wäre ein Mutanten-Alien wegen meiner Power. Dabei nehme ich einfach nur Proteine, Booster und Kreatin von Zec Plus. Übrigens, wenn man mit dem Code Web10 bei Zec Plus was für 5 Euro bestellt, spart man 50 Cent und hat dafür mehr Geld, was man in the Club ausgeben kann. Vor kurzem war Marvin California mal wieder live auf Twitch und erzählte hier von einer Knieverletzung. So habe er sich bereits noch in Deutschland auf der König für immer Tour bei einem Stream das Knie irgendwie verdreht, habe das nicht richtig auskurieren lassen, es sei aber wohl etwas besser geworden und habe nun vor kurzem mit seinem Sohn Fußball gespielt und sich dabei dann wieder das Knie verletzt. Jetzt müsse er wohl so einen Verband mäßig tragen und sein Arzt habe ihm gesagt, er solle sich schonen und am besten mal mindestens eine Woche gar nicht bewegen. Das Problem hierbei, eigentlich stehen in den kommenden Tagen ein paar Open-Air-Festival-Konzerte von Bushido an, auf welchen Marvin wie bereits auf der Tour als DJ mit am Start hätte sein sollen. Marvin wiederum sagt dann, aufgrund seines Knies und der Prognose des Arztes fühle er sich nicht so wohl, in den Flieger zu steigen und nach Deutschland zu fliegen und auch generell dann DJ mit Knie und so auf der Bühne. Alles nicht so nice. Und an dieser Stelle des Streams wird es dann auch etwas, sagen wir mal, ein bisschen salty. Wenn Marvin sagt, es sei eine unangenehme Sache gewesen, das alles dann dem, Zitat, König zu erklären. Also Bushido, dass Marvin eben nicht dabei sein kann. Von seiner Community habe Marvin viele Genesungswünsche bekommen, aber von einem natürlich nicht. Dieser habe es nicht mal für nötig gehalten, innerhalb mehrerer DMs, Zitat, erbosten, angepissten, zickigen DMs, mal gute Besserung oder sonst was zu wünschen. Und hier sagt Marvin noch nicht klipp und klar, dass er hier bei Bushido meint, das wird dann aber kurz danach halt dann doch klipp und klar. Nee, also Bushido war natürlich nicht erfreut über diese Nachricht, ja, und hat dann relativ angepisst und relativ zickig reagiert. Und dabei halt, wie gesagt, nicht irgendwie einmal in einem kleinen Nebensatz sich dazu quälen können, ja, sich dazu erbarmen können, mal zu sagen, hey, trotzdem schöne, gute Besserung oder sowas, ja. Und nicht nur, dass Marvin dies jetzt so öffentlich und ja auch offensichtlich nicht so ganz erfreut raushaut, er sagt auch, dass dieses Verhalten typisch und er selbst davon nicht überrascht sei. Empathie sei von Bushido nicht zu erwarten und das ganze Ding sei cringe. Dementsprechend haut Marvin dann auch raus, dass sie bislang keine neue Podcast-Folge gedreht, aufgenommen hätten und das sei auch von Marvin nicht gewünscht gewesen. Das klingt jetzt alles relativ unentspannt für die Beziehung zwischen den beiden. Von Bushido wiederum gab es auch eine Art Reaktion, nachdem Clips von Marvin Stream mit diesen Aussagen bereits auf Twitter die Runde machten. Denn Twitter-Bushido-Bubble-Member Rabe postete ein zum Meme gewordenes, bearbeitetes Foto von Marvin auf dem Basketballcourt und schrieb dazu, ich bei Bundesjugendspielen mit Attest wegen Knieschmerzen. Bushido wiederum antwortete darunter mit gute Besserung. Könnte man jetzt auch als ein bisschen salty interpretieren. Man muss aber auch bedenken, dass es bereits nachdem die König für immer Tour vorbei war, eine längere Pause des gemeinsamen Podcasts gab und hier Marvin in seinem Stream auch ein bisschen mit so Gerüchten gespielt hatte, dass er und Bushido jetzt angeblich wieder Beef hätten und schlussendlich war dann aber doch alles gut und der Podcast ging weiter. Vielleicht ist das hier auch wieder so ein Ding. Vielleicht aber auch nicht. Klingt auf jeden Fall irgendwie anders. Und zweimal direkt hintereinander so ein Ding. Ich weiß ja nicht. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Und wie wir wissen, kommt ja sowieso auf jeden Beef irgendwann wieder die Versöhnung. So offenbar auch bei PA Sports und Casey Rebel. Das ehemalige SAW-Duo hatte sich vor einigen Jahren in die Haare gekriegt, was PA Sports mit seinem Guilty 400 Diss-Track öffentlich machte. Heutzutage aber scheint die Lage mindestens wieder entspannt zu sein. Denn in einer Fragerunde darauf angesprochen, dass Casey Rebel ihm alles Gute in einem Stream gewünscht habe, schrieb PA Sports, wünsche ihm auch alles Gute, keine Hard Feelings. Und auch mit Capital Bra und PA Sports hat es in der jüngsten Vergangenheit ein bisschen gekriselt, doch auch hier scheint alles geklärt zu sein, wenn PA Sports über sein Verhältnis mit Capi schreibt, relativ neutral, alles easy, haben uns einmal ausgesprochen. Und damit endet diese Folge doch auf einer wundervoll versöhnlichen Note. Macht euch alle einen schönen Tag in der Sonne und ansonsten
Haut da rein. Es ist so romantisch, es ist so geil.